Neuer Shop sollte sich hier mal wieder in wenigen Sekunden aktualisieren. Kommentiert mal gerne euer Level in die Kommentare. Ich habe es fast geschafft, Level 550 zu sein. Gerade bin ich Level 541. Also diese Season, es ist irgendwie gefühlt richtig, richtig easy zu leveln. Was haben wir heute in The Item Shop? Denkt dran, gerne Kanal abonnieren und liken. Ganz, ganz wichtig. The Weeknd bleibt immer noch drin. Der wird jetzt noch richtig lange drin bleiben. Richtig nervig. Black Widow. Auch noch am Start, bis jetzt keine Änderungen, nö, keine Änderung. Bestimmt haben wir wieder nur so zwei, drei Sachen reinbekommen. Wir sehen hier neues Spind-Paket. Was haben wir hier drin? Tomatenskin finde ich irgendwie nicht so nice. Der ist auch schon tausendmal drin gewesen. Nee, der ist nicht nice. Nö, zweite Version auch nicht so meins, nö. Lego-Version passt auf jeden Fall. Backblink passt auch zum Skin. Dann der Dab-Emote. Ich glaube, dass er nicht so krass selten ist. Vielleicht so 100, 200 Tage alt. Spitzhacke war tatsächlich mega selten gewesen. War aber vor kurzem da gewesen. Deswegen ist die nicht mehr selten. Trotzdem stabile Spitzhacke. Die Lackierung, die ist richtig nice. Lackierung ist cool. Die gefällt mir gut. Ist sogar relativ alt, die Lackierung aus Season 9, Chapter 1. Was haben wir hier? Achso, das sind die Challenges für den Tomatenskin. Und der Gleiter, das weiß ich, weil ich habe wieder vor ein paar Tagen natürlich nachgeschaut, wegen den seltenen Items. Das ist Platz 2 der seltensten Fortnite Item Shop Gleiter. Ist mega weird, der Gleiter. Und einfach Platz 2 der seltensten Gleiter. Das ist krass. Verschwinden tut das Ganze am 15.09., also in ganz genau 3 Tagen. 1,5 der Skin einzeln, 500 das hier, 500 das, 500, 500. Einfach alles 500 V-Bucks. Falls ihr mich supporten wollt, denkt dran, CC Rhein einzutragen, unten auf den Button drücken, in das weiße Feld rein da eintragen, suchen drücken, abbrechen drücken. Kuss geht raus fürs Eintragen und supporten. Champions Road bleibt gleich. Das bleibt gleich. Keine Änderung. Doch, das ist eine Änderung. Das ist heute neu reingekommen. Weitere FNCS-Sachen finde ich richtig, richtig nice in Skin. Der ist cool. Lego-Version passt. Gefällt mir gut. Backbling ist auch gar nicht mal so schlecht. Spitzhacke. Ja, so 50-50-Ding. Lackierung. Die ist auch nicht schlecht. Und Musikpaket. Jam-Track. Ja, kann man machen. 800 V-Bucks einzeln und einmal Backblink 200, Lackierung 300, Spitzhacke 500, Jamtrack 500 V-Bucks. Hier gab es auch eine Änderung. Nicht der Skin, der ist glaube ich schon seit 2-3 Tagen im Shop. Das ist jetzt hier frisch dazugekommen. Was ich wieder höre, meine Lobby-Musik ist wieder broken. Perfekt. Das hier ist wieder am Start. Der Skin, der hat irgendwie was. Der Skin ist nicht schlecht. Der gefällt mir gut. Lego-Version. Bisschen komisch. Backbling ist richtig nice. Vor allem, da müsste irgendwas animiertes sein. Das Auge hier zumindest. Er ist so ein bisschen animiert, ist stark. Spitzhacke ist krass gut, muss ich sagen. Lackierung hat irgendwie was. Ist jetzt nichts ultra krasses, aber auch nichts ultra schlechtes. Die hat irgendwas. Ja, ist nicht so schlecht. Dann einzeln zu kaufen für 1,2. 800, 300 V-Bucks. Hat sich das hier auch geändert? Da bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich meine, das war gestern nicht im Item-Shop drin. Skin, naja. Lego-Version, naja. Backbling, muss ich sagen, hat irgendwie was. Ich glaube, das ist auch ein Halloween-Skin gewesen. Spitzhacken, nö, dreimal nein. Lackierung, lass mal abchecken. Ist das animiert? Reaktiv. Ich wette, das Auge macht irgendwie Auge. Aber finde ich eher unspektakulär. Dann gibt es das Ganze einzeln zu kaufen. 1, 2, 800 und 300 V-Bucks. Das hier war gestern auch definitiv nicht im Shop da gewesen. Galaxy Skin, so oder so krasser Skin. Der ist richtig krass. Lego-Version finde ich trash. Backbling ist richtig, richtig nice. Spitzhacken sehr wild. Auch wenn ich sie tatsächlich nicht spiele. Aber die sind schon krass. Vor allem der Gleiter. Auch wenn es der No-Skin-Gleiter ist, der ist eine 10 von 10. 1, 2 einzeln, 2K, 800 V-Bucks für den Gleiter. Ich meine, das müsste auch hier der letzte Bereich sein vom Item-Shop her. Das sind, glaube ich, so Anime-Skins, oder?
kann man halt komplett umgestalten, wie man Bock hat, so wie die Superhelden-Skins. Hier gibt es gefühlt 1 Milliarde Umstyle-Möglichkeiten. Finde ich not bad. Ja, Lego-Versionen sehen irgendwie ganz komisch aus. Das ist ein richtig nicer Skin. Sehr, sehr cooler Charakter. Der geht so, ist in Ordnung. Dann haben wir hier weitere. Oha, wie viele das davon sind. Ist in Ordnung. Geht so. Geht so. Ist in Ordnung, kann man machen. Dann gibt es noch einmal den Charakter für 1,5. Alle kosten tatsächlich 1,5 einzeln. Gibt es die auch als Bundle? Nö, die gibt es nicht als Bundle. Aber bestimmt kommen die irgendwann mal als Bundle raus. Oder gibt es schon als Bundle und ich weiß es gar nicht mehr. Backblink könnt ihr auch ein bisschen umgestalten. Finde ich aber unspektakulär. Spitzhacken. Ja, nee. Finde ich auch nicht so nice. Lackierung ist recht nice, weil die kann man halt umgestalten. Finde ich wild. Und einmal der Ladebildschirm. Der hat was. Der hat was. Einzeln zu kaufen, kann man sich auch alles bis auf den Ladebildschirm. Das war schon im Shop. Das war auch schon. Seltene Items checke ich auch auf jeden Fall jetzt gleich ab. Jamtracks vielleicht neue? Nö, oder? Ist das neu? Nee, ne? Das ist so schwierig mit diesen Jamtracks immer. Aber kein Plan, ob hier irgendwas Neues dazugekommen ist. Ansonsten sehe ich hier keine Änderung. Nö. Mal wieder mein Lobby-Track, der wurde mir mal wieder geklaut. Seltene Dinge, also seltenes weiß ich ja sowieso, das ist der Gleiter, weil der ist Platz 2 der seltensten Itemshop-Gleiter. Wie selten war der jetzt genau? Okay. Okay, also wir haben ein bisschen was Seltenes heute in the Itemshop. Diese ganzen Anime-Skins waren wie lange jetzt weg gewesen? Kann ich euch das sagen? Wird mir irgendwie gar nicht angezeigt. Okay, das ist extrem komisch. Die sind aber definitiv nicht selten. Galaxy ist 32 Tage nicht im Shop da gewesen. Ist eher unspektakulär von der Seltenheit her. Das hier ist 74 Tage weg gewesen. Das hier ist wie lange weg gewesen? 111 Tage. Jetzt bin ich aber gespannt auf den Gleiter. Wo ist der Gleiter? Kann ich den Gleiter irgendwie abchecken? Yep, der Gleiter ist 1544 Tage nicht da gewesen. Das ist schon krass. 1544 Tage weg gewesen. Das ist crazy. Falls ihr bisher geschaut habt, kommentiert einfach eine. Ja, doch, kommentiert eine 8 oder selten. Ist egal, kommentiert einfach das, worauf ihr Bock habt. Eine. Ja, doch, kommentiert eine 8 oder selten. Ist egal, kommentiert einfach das, worauf ihr Bock habt.